Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher. Ja, wie mir gerade auch aufgefallen ist, ist dummerweise die letzte Folge ohne Tonspur aufgenommen. Ja, ich würde sagen, ich kann es mir fast nicht leisten, dass ich die unsynchronisiert lasse. Also ich werde es wahrscheinlich nachsynchronisieren. Obwohl mir ehrlich gesagt dafür so ein bisschen die Zeit fehlt. Ich wüsste auch gar nicht so groß, was ich davon erzählen soll. Bald gibt's Pfützen. Keine Ahnung, vielleicht kann ich ja... Nee, ist auch doof. Ja, ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen. Es tut mir leid. Na. Hallo? Wirst du vielleicht... Hallo? Bald gibt's Pfützen. Ja, Plätze will er irgendwie gerade nicht rufen. Das heißt, ich werde mal eben... mal eben abspeichern. Und das Spiel nochmal laden. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Ja, genau. Das werden wir wahrscheinlich diese Folge auch noch angehen. Hoffe ich zumindest, dass wir da noch hinkommen. Also, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Wir gehen jetzt bloß mal schnell die drei Hexer, die drei Bärenschulen-Ausrüstungsteile noch sammeln. Und ja, danach gehen wir auf jeden Fall mal das weitermachen. So, jetzt Plätze. Geht doch. Ja, manchmal hat er so ein bisschen Bugs, ne? Aber wie gesagt, mal eben schnell neu laden. Das geht. Und dann geht's wieder. Ist ein bisschen doof, eigentlich. Aber naja. Ich sag mal, das Spiel ist so riesig und so umfangreich. Und so verstrickt, auch gameplay-technisch so verzweigt, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass es halt nicht immer so super funktioniert auf dem ersten Schlag. Mach langsam! Von daher bin ich da durchaus geneigt, über diese Bugs hinwegzusehen. Auf jeden Fall. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man sowas patchen sollte. Also, dass sowas gehen sollte, ohne Probleme eigentlich. So, ach so, unten. Unten? Ja. Au, das hat wehgetan. Ah, guckt mal. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, der Meinung bin ich auch. Jetzt doch wieder hoch. Na gut. So, wir essen mal ein Brötchen. Ah, so war das nicht geplant. Moment, probieren wir es nochmal von hier. Nein. Ja. Oh, 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 oh. Oh, Gottes Willen. Geralt. Ja, manchmal ist Geralt die Steuerung ein bisschen tricky. Was, da hoch oder was? Wie sollen wir denn da hochkommen? Können wir hier so? Nee, können wir nicht. Okay, wir können... Ah ja. Ah ja, wunderbar. Ah ja, ich nehme an. Hier, verbesserte Bärenhandschuhe. Da würde ich jetzt eigentlich auch glatt mal gucken. Glossar, Handwerk. Hier, Handschuhe, verbesserte Bärenhandschuhe. Hier. Die sind für Stufe 25, ist gar nicht mehr so weit. Sind das schwere Rüstung? Oder? Weil ich sag ja, ich will wirklich, ich will wirklich, allerhöchstens, mittlere Rüstung anziehen. Das ist ja schwere Rüstung. Okay, na gut, dann hat sich das mit der eh schon erledigt. Wir reiten zurück eben. Und holen uns den nächsten Teil. Fürs verbesserte Hexer-Stahlschwert. Ja, ich nehme an, die Schwerter haben alle dasselbe Gewicht, also da gibt es keinen Unterschied zwischen leichter, mittlerer und schwererer Bewaffnung, sage ich mal. Nehme ich mal stark an. Von daher sollte das jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Oh Gott, Plätze. Komm schon! Und ganz ehrlich, mit dem Pferd verliere ich wirklich schnell die Geduld. Das ist ja nun mal eigentlich nicht so meine Art, aber
Das Pferd macht es mir echt nicht leicht. So, absteigen. So, als nächstes müssen wir darüber. Okay. Da würde ich fast... hierhin reisen und dann mit dem Boot hier darüber segeln. Vielleicht kriegen wir auf der Insel, auf dem Inselchen dann auch gleich einen neuen Schnellreisepunkt. Das habe ich mir auf die Lippe gebissen. So ein Scheiß. Boah, ernsthaft. Ich will mich jetzt echt nicht mit denen rumschlagen irgendwie. Ach, das war die Leuchtturminsel. Okay, ja. Das Boot muss hier unten irgendwo liegen. Na. So, ja klar. Nee, auf der toberen Insel, ne? Ja, da unten liegt's wunderbar. Und da ist auch ein Wasserweib oder sowas. Eine was? Eine. Aua. Nein, betäubt, verdammt. Pass auf. So, geht doch. Hässliches Ding. Okay. So. Dann können wir noch ein bisschen was einsammeln. Zwergenschnaps und Rennessilbe. Noch mehr Zwergenschnaps. Ja, Zwergenschnaps ist nie verkehrt. Ich frag mich echt, warum es so viel Zwergenschnaps gibt. Predanischen Kräuterwodka fast gar nicht. Aber Zwergenschnaps, jede Menge. So, wir müssen da lang, ne? Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So ist das. Ja, zur letzten Folge. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich es mache. Ob ich da irgendwas anderes mit renne. So Gestank. Die hässliche Sirene mir gerade was von dem Boot abgerissen. Hat sie tatsächlich. Okay, hier ist ein Schmuggler versteckt. Das können wir dann irgendwann auch noch. Steckt doch mal. Boah, ihr Mistbiester. Hör doch auf. Oh. Surft das Boot ab? Nein. So. Ey. Viecher. Weißt du? Und jetzt packe ich irgendwie in dem Boot drin. Das ist auch nicht so gut. Okay. Ey, so viele gleich. So, geht doch. Wenn die einen auf hoher See überraschen, dann ist es schon ein bisschen tricky. So, das Boot ist auch gut angeschlagen. Muss man aufpassen, dass wir nicht absaufen jetzt. Es fährt auch nur noch ganz langsam. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, da schwimmen wir schneller. Ja, komm. Dann schwimmen wir halt darüber. Ich glaube, da liegt ja auch noch ein Boot vor Anker. Von daher, was soll's. Ja, doch, definitiv sind wir so schneller. Sachen gibt's. Echt mal, ey. Ich hoffe nur echt, dass wir dann da einen Schnellreisepunkt bekommen. Das ist eigentlich ganz schön gefährlich, bei dem Wellengang schwimmen zu gehen, ne? Das war jetzt nicht direkt stürmisch, aber bestimmt anstrengend. Das ist wie, als würde man über Berge schwimmen.
Naja, so ist das halt. Ja, genau, hier liegt doch ein Boot vor Anker. Mit dem können wir dann wieder zurückfahren. So wie ich das sehe. Und hier sind Banditen, Piraten. So ist das, Piraten. Oh. Aua, aua, aua. Hör doch auf. Pass auf, da ist irgendwo noch einer. Ja. Na, bist du wohl... Nee, will er nicht. Okay. Dann gehen wir das anders an. So, mein Freund. So, und du? Kommst mal, Igni. Hat nicht geholfen, okay. Du wirst es nie lernen. Pisser. Na gut. Genau, den ganzen Plunder sammeln wir wieder ein. Haben wir hier drin noch was? Ist abgeschlossen, ne? Ja. Können wir auch nicht aufschließen, haben wir keinen Schlüssel für. Okay, Nee. Oder? Ja, doch, eigentlich können wir mal unsere Absude wieder schlucken. Das wären einmal Echidna-Absud und Echima-Absud. Wunderbar. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Regeneration. Gibt's hier irgendwas, was wir sonst nicht finden? Lungengrube finden wir so nicht so häufig. Hundspetersilie. Nee, sonst scheint's hier nichts. Oh, ein Wachhund. Armer Hund. Naja. Komm schon. Auge um Auge. So. Hallo? Ich das Zeug einsammeln? Achso, nee, noch nicht, ne? Dum, dum, dum. Ja, wir töten hier erstmal alles, was so auf uns zukommt. Schnitt. Kopf ab. Schön, schön. So. Ja, du auch noch. Hörst du auf. Geht doch. Gut. Oh, da drin sind jede Menge Gegner. Aber wirklich jede Menge. Hör mir auf, ey. Hört ihr auf. Au, ups. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Wie lange soll ich noch warten? Okay. Gib uns alles, was du hast. Mach den Fass. Hört ihr auf. Rennet, alle beide. Aua. Ach, der lebt doch. Jetzt nicht mehr. Okay, so. Dann werde ich doch gleich mal... ja, genau. Hier muss irgendwo das Hexerzeichen sein. Ja. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, das sollten wir. So, den ganzen Plunder hier nehmen wir natürlich wieder mit. Auch das Fleisch von den Hunden. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht die englische ist, die feine englische. Aber ist was zu essen, ne?
So, dann gehen wir mal hier hoch. Gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. So, hier ist abgeschlossen, okay. Wenn wir da nicht reinkommen, dann gehen wir es halt anders. Hier ein paar Fässer. Ach, Skalgen. Okay. Hey du. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Na los, probier's nochmal. Vielleicht klappt's ja diesmal. Tja. Oder auch nicht. Gut, muss aber irgendwo hier sein, ne? Hier drin vielleicht? Gab's da einen drin? Gibt's da einen drin? Mal. Na, hier oben? Ja. Okay. Gibt's bestimmt ein Untergeschoss oder sowas? Irgendwie ein Keller? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Na? Autsch. Oh. Das war... Da schluck ich doch mal lieber eine Schwalbe. Das war schmerzhaft. So, sonst hier ist eine Kiste. Da könnte drin sein. Ja, da ist es. Wunderbar. So, also haben wir jetzt hier einen Schnellreisepunkt? Ja, Kehr Almhult. Okay. Das ist nicht dein Tag. Na du? Verdammt. Mach den fertig! So. Gut. Dann können wir wieder gehen. Liegt da noch irgendwas? Oh ja, hier liegt noch eine ganze Menge. Naja, komm, den einen können wir liegen lassen. So, und dann müssen wir irgendwo Richtung Süden noch. Hier. Schnellreisepunkt. Gut, gucken wir mal. Wir müssen Richtung Süden. Hier hin, okay. Dann können wir zur Sperrfischerküste gehen. Den... Ich frag mich, ob die Leute jetzt wiederkommen hierher. Weil den Riesen haben wir ja getötet. Oh. Bislang keiner zurück, okay. So wie es aussieht. Na, das wollte ich nicht. So. Hier geht es weiter. Steuer bitte. Nein. Oh Gott, das will nicht gleich irgendwo dagegen fahren. Das wäre ungünstig. Ja, musst du eigentlich dort auf der Insel sein, ne? Hm? Können wir nochmal gucken? Ja, sieht ganz so aus. Okay. Irgendwo dort, okay. Na, da sind wir hier doch schon mal gar nicht so schlecht, ne? So. Spiel gespeichert ist auch. Sehr gut. So, müsste wahrscheinlich da drin sein dann. Nehme ich mal stark an. Hallo? Vielleicht hier raus aus dem Wasser oder so? Es muss doch eiskalt sein. Oh, ein nebliges Stufe 26. Ja, guck mal. Ein Wolfszeichen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Definitiv, definitiv. Das heißt, wir gehen hier mal rein. Na. Ach, Geralt. Naja. An manchen Stellen ist Geralt genauso verpackt wie seine lieben Mitstreiter. So, was haben wir hier? Eine Schaffkelle. Hier ist noch eine Kiste. Mit dem Schema verbesserte Bärenhose. Wunderbar.
Gut. Das haben wir. So, das heißt, wir können jetzt mit dem Boot eigentlich... Na, warte mal. Da setzen wir uns was Steuer. Und dann können wir eigentlich schnell reisen. So, da ist ein Hafen. Hier wäre ein Hafen. Von hier könnten wir schon mal... Ich will mal gucken, vielleicht können wir auch gleich zurück nach Novigrad. Ja, hier ist ein Hafen. Die lange Suche nach Ziri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Segeln wir mit dem kleinen Boot zurück nach Novigrad. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist, weil wer es gesehen hat, das ist schon ein ganzes Stück, ja. Auch direkt über offene See. Wir könnten zwar an der Küste lang segeln, aber das würde wahrscheinlich ewig viel länger dauern. Ja. Wahrscheinlich nicht ganz so geil. Sondern gucken wir mal, dass wir von dort aus gleich die Schnellreise nach zur Baron des Burgs. Wie hießen die? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ja, kriegen wir schon irgendwie. Ja, ja, Ladezeit, Ladezeit. Ich hätte mir vielleicht echt angewöhnen sollen von Anfang an, dass ich sie rausschneide. So. Wunderbar. So, unsere Absurde wirken auch noch. Wunderbar. Hat er ja doch recht schnell hingekriegt. So, hier müssen wir... Oh, wo ist denn hier der nächste Schnellreisepunkt? Ah ja, gut. Einfach geradeaus weiter. Ganz ruhig. So, hier Schnellreise. Und dann runter nach... Hier hin, genau. Nach Krähenfels, genau, und das war's. Los geht's. Ah ja, jetzt haben wir nochmal... Verdammt. Leute, das war so nicht geplant, das tut mir leid mit den Ladezeiten. Hätte noch gleich irgendwo nach Wieland reisen können, aber dann wären wir wahrscheinlich auch nicht schneller gewesen. Von daher... Ich glaube, das macht das ganze Reisen doch ein bisschen schneller. So, gut. Dann gucken wir doch mal. So, dann können wir auch gleich mal noch an unsere Kiste ran. Mal Glück haben, schmiedet der Schmied oben auch noch. Das heißt, da können wir auch gleich wieder ein bisschen was verkaufen. Und wenn nicht, ja, es wird schon wieder Tag. Nachts ist es schon. So, Mann des Barons. Ja, der Schmied schmiedet noch. Der Fergus. Wie kann ich helfen? Ich habe da was, was dich interessieren könnte. Oh, ich habe das... Ah, genau, ja. Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, nicht dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Ja, eigentlich das schon. Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekahn, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist, wie es ist, General.
Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Ich wette, sie ist die Schmiedin. Die meisterliche Schmiedin und nicht er. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Ich wusste es doch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel, er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen, obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Das habe ich schon gewusst, als ich sie das erste Mal getroffen habe, glaube ich. So, es ist schwer zu glauben, aber ich spiele mal in die Karten, ne? Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Klar. Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Was für ein Zufall. ja, machen wir klar. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich zwei Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Jo. Gucken wir mal. Quest 24. Okay. Das kann auch warten. Ich will aber auch... Ich muss diese Rüstung fertigstellen. Wir reden später. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Ich muss das hier fertig machen. Steht mir jetzt echt nicht mehr als Schmiede zur Verfügung, bis ich das gemacht habe. So, wir gucken mal. Greif im Hochland. Da liest sie wahrscheinlich. Okay. Du musst mir doch hier noch... Ich muss diese Rüstung fertigstellen. Wir reden später. Entschuldige. Ich muss diese Rüstung fertigstellen. Wir reden später. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Ich muss das... Oh, einen kurzen Weg. Mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll auf. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Kiste. Ich glaube, ich habe die... Und bunkern mal ein bisschen Zeug. So, dieses hier alles würde ich gerne einlagern. Ja, genau, das behalten wir. Das können wir bei Vivaldi mal wieder umtauschen irgendwann. Rüstungen, hier schiebt gerade irgendwer was durch die Gegend. Deswegen hört sich jetzt der Sound vielleicht auch etwas komisch an. Aber naja, kann ich jetzt nichts machen. Was machen die denn? Ja, es ist Sonntagabend um 9, nur mal so am Rande. Also die Folge muss morgen raus, ja. Ist nicht mehr... Was ist denn los hier? Vielleicht stürzt auch das Haus ein. Wie rumschieben hört sich das nämlich nicht mehr an. Naja, wie lange kann es schon dauern, irgendwas durch die Gegend zu schieben? Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist der Xenoklass, okay. Ja, okay. Dann war es jetzt erstmal. Gut, dann gehen wir doch mal zum Feldwebel. Da liegt was anscheinend. Lassen wir mal lieber liegen. Den will ich jetzt nicht beklauen. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma. Uma, ich werde ihn mitnehmen. Meinst wohl, um meine Erlaubnis zu bitten, ihn mitnehmen zu dürfen?
Ich bin jetzt zuständig, also... Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Doch dann mache ich deiner erleuchteten Herrschaft ein jähes Ende. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Okay, so einfach kann es sein. Ich hätte jetzt echt, ja gut, ich hätte jetzt echt angefangen, mit ihm zu verhandeln. Aber ja, gut, war nicht nötig. Geralt hat das für mich erledigt. Das ist eine sehr schöne Sache. Aua, das hat weh getan. Gut, Stallknecht hier irgendwo, ne? Stallmeister. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Schön. Gefällt mir. Oh, Level up. Schön. Uma. Hey, kleiner Mann. Er sieht irgendwie nicht gesund aus. Ratte am Gürtel hängen. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kaer-Morhen bringen. Ach, wir reisen nach Kaer-Morhen. Schön. Na? Komm schon. Dann sehen wir Triss wieder. Und Yennefer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber wir werden sehen. Bin gespannt. Eine Ratte. Plötze scheut, oder? Nicht gut. Was zum... Schluss mit der Große. Gehen wir. Zahm ist er ja. Und auch ein bisschen durch den Wind, wie es scheint. Ich weiß echt nicht, keine Ahnung. Muss wahrscheinlich ist es irgendein Fluch. Wenn Geralt das sagt, dann wird er schon so sein. Bin trotzdem sehr gespannt, was wir mit dem kleinen Kerlchen machen. Auf nach Kaer-Morhen. Ich bin echt gespannt. Oh, Kaer-Morhen. Kaer-Morhen ist toll. Haben wir das letzte Mal im ersten Teil gesehen. Ja, beziehungsweise das ist die kleine Szene. Am Anfang des Spiels. Wir kriegen Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtwasser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysimar. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Ja, ist wahrscheinlich nicht die klügste Idee, sich mit den Nilfgaardern auch noch komplett zu verscherzen. Obwohl ich durchaus denke, dass wir mit denen keine Probleme hätten. Also mit den Paaren jetzt, ja. Aber der wird uns mehr auf den Hals setzen. Ja. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglern fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Hallo, Yennefer. Kaiserliche Hoheit,
Yennefer? Jetzt verbeugt er sich ganz von alleine. Ach, sogar er versucht's. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Ja. Naja, gut. Komm. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir 3 solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. Der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Ja. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das... Wafail Elaine Ketmilfoli Gledif Dorn Ebtneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. 2000 Kronen. Naja, doch, gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich, ich hab nicht vor, sie ihm zu bringen. Wenn sie zu ihm wollte, dann wäre sie schon selber zu ihm gegangen. Aber ist es klug, ihm das zu sagen? Ja, komm, ich bin mal ganz Geralt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Das war keine Bitte, sondern ein Befehl, Geralt. Und ich rate dir, widersetz dich mir nicht. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Im Gegensatz zu gewissen anderen. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Wir können uns später streiten, an einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Also gut. Also, sie hat recht. Wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen.
Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Jo, das ist der Plan, ne? Gucken wir mal. Ob wer da eigentlich drin steckt. Ob das wirklich Ciri ist. Das wäre fast ein bisschen zu einfach, wenn es Ciri wäre. Okay, der Rabe hat gebackt. Was soll das? Ein Königskäfer. Ganz ruhig plötzlich. Oh Gott. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Gabelschwanz, na gut. Ja, das gute alte Kaer Morhen. Ganz ehrlich, ich freue mich schon tierisch irgendwie wieder da zu sein. Das bringt einen so richtig an den Punkt zurück, wo man im ersten Teil schon war. Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Da, wo die ganze Reise angefangen hat. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und, wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, ganz ruhig. Mit einem hatte jene verrecht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Ach, das? Ich hab Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Oh Gott. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Bitte was? Das war ein gutes Bett. Schade, das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Oh, deswegen hat sie es weggeschmissen. Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Das ist schön. Oh Gott, ich bin echt gespannt, was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen. Nicht, was sie vorhat. Obwohl wir gefragt haben. Ja, gut. So ist sie halt, ne? Sie muss einen guten Grund haben. Vermutlich mehr als einen. Jedenfalls führt sie was im Schilde. Wir sollten ihr wohl aus dem Weg gehen. Okay. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man,
Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Jen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja eine richtige Magierversammlung hier. Ah ja, Plötze backt auch wieder ein bisschen rum. Ja, wir haben ja Triss hierher geschickt und vorher auch noch hier die andere, wie hieß sie? Nein, die aus den aus Wählen, die wir da getroffen haben. Oh, wollte ich gar nicht. Wow. Ah ja, wir haben jetzt verschiedenes. Oh, ich sehe gerade, wir sind gerade wieder soweit. Ja, ich bedanke mich mal vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen und sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.